Jetzt wird es um die mündliche Abiturprüfung Biologie gehen und meine Tipps für 15 Punkte. Willkommen zurück, Abiturathleten. Mein Name ist Leo Eckel und wir sorgen gemeinsam dafür, dass du durch Top-Abiturprüfungen zu deinem Traumnotenschnitt kommst. Biologie wollte auch ganz viele von euch für die mündliche Abiturprüfung. Biologie ist auch eins der Fächer, das ich nach der 10. abgewählt habe. Ich habe mich lieber für, ich weiß gar nicht, was die Alternative ist, ich glaube für Informatik entschieden. Aber ich habe jemanden gefunden, wieder mal, der letztes Jahr 15 Punkte sogar geschafft hat. Und Lena, so heißt sie, damit sie auch namentlich erwähnt ist, hat mir ihre besten Tipps mitgegeben. Die fand ich richtig, richtig geil. Und ganz am Ende gebe ich euch nochmal einen persönlichen von mir mit. Am wichtigsten, hat sie gesagt, ist es, dass du einfach die Fachbegriffe drauf hast. Die Fachbegriffe sind einfach total entscheidend. Die wirst du im Prinzip in jeder Antwort verwenden. Die werden vor allem auch schon in den Fragestellungen vorhanden sein. Das bedeutet, von beiden Enden, von dem, was gestellt wird und zu dem, was du zurückgibst, werden immer die Fachbegriffe beinhaltet sein. Und wenn du entweder schon in der Frage natürlich nicht verstehst, was die damit überhaupt meinen, oder du in der Antwort vielleicht einen Fachbegriff erst gar nicht verwendest, weil du dir unsicher dabei bist, oder einen vielleicht sogar an der falschen Stelle verwendest, das wäre natürlich fatal. Und deswegen ist es ganz, ganz entscheidend, dass du einfach die Fachbegriffe safe drauf hast. Allgemein hat Lena empfohlen, dass du wirklich einfach alles immer wieder aufschreibst. Also nicht nur dir die Zusammenfassung immer wieder durchliest, sondern auch immer mal wieder die Zusammenfassung neu aufschreibst, damit du wirklich nicht nur liest, sondern auch immer wieder schreibst. Und dann zusätzlich dazu auch nicht nur schreibst, sondern dir die Sachen immer wieder aufsagst. Denn so bist du es viel mehr gewohnt, auch diese ganzen Fachbegriffe auszusprechen. Das fand ich auch einen total geilen Tipp, weil du natürlich in der Prüfung viele mündliche Antworten geben musst und manche Fachbegriffe sind in Biologie einfach echt nicht leicht auszusprechen. Und wenn du das in der Übung schon oft gemacht hast, wird dir das einfach so viel einfacher fallen und die Lehrer werden auch merken, dass du von dem ganzen Sprachterminus einfach sehr, sehr gewandt bist. Und wenn du das alles machst und dann wirklich einfach so dieses ganze Grundwerkzeug, wie es ich immer nenne, einfach drauf hast, dann ist es entscheidend, dass du dich aktiv schon in den ganzen Transfer reindenkst. Es werden ja in Biologie dann auch ganz viele Fragen gestellt, die einfach über dieses klassisch auswendig Gelernte hinausgehen. Natürlich musst du das klassisch auswendig Gelernte trotzdem gut drauf haben. Wenn du natürlich auch das Ganze schon sehr gut aufsagen kannst, ist es sehr gut. Nur, wenn du dann noch weiter gehst, ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass du dich im Vorhinein in deiner Vorbereitung schon in die ganzen Thematiken reingedacht hast, weil es dann für dich in der Prüfung nichts Neues sein wird, dass du über deine Basis im Prinzip hinausgehen musst. Und wenn du aber nur auswendig lernen würdest, wärst du einfach immer in deiner eigenen Zusammenfassung im Prinzip fast schon gefangen. Und in dem Moment, wo der Lehrer dich sozusagen per Fragen dazu auffordert, aus diesem Gedankenkonstrukt rauszugehen, wärst du komplett überfordert. Deswegen, üb das schon in deiner Vorbereitung. Mach dir zusätzliche Gedanken dazu. Was könnte das konkret alles bedeuten? Wie könnte man es in einem anderen Szenario anwenden? Warum funktioniert es so, wie es funktioniert? Warum kann es nicht anders funktionieren? Warum ist es vielleicht so auch aus evolutionären Gründen? Und all diese Dinge. Und wenn du das drauf hast, schaffst du es wirklich, dich für die allerhöchsten Punktzahlen zu qualifizieren. Eine Möglichkeit, wie du das eben auch gut machen kannst, ist es, indem du sehr viel zeichnest und sehr viel dir selbst erklärst. Lena hat gemeint, sie musste in ihrer Abiturprüfung sehr, sehr viel zeichnen. Und das ist, glaube ich, auch einfach eine super Übung, weil alleine mit sich zu sprechen ist vielleicht für manche noch ein bisschen weird so, aber was hinzuzeichnen, vielleicht auch einfach wieder andere Aufgabenstellungen im Buch oder so zu nehmen und das dann wirklich hinzuzeichnen, das ist richtig geil, weil du, um das zu zeichnen, es wirklich verstanden haben musst. Deswegen auch, hat Lena unbedingt gesagt, keine Zeichnungen auswendig lernen, sondern es sollte wirklich möglich sein, dass dadurch, dass du etwas auswendig gelernt hast, dich dann aktiv in den Transfer reindenkst, dass du es dann schaffst, die Zeichnungen zu lernen, selbstständig sozusagen zu kreieren, eben nicht zu lernen, ganz entscheidend. Und dann, wenn du das schaffst, dann zeig es zum einen für dich selber schon mal, dass du es verstanden hast und auch die Lehrer werden merken, okay, die fängt nicht beispielsweise so links oben an und macht dann alles auswendig gelernt runter, sondern sie macht das im Prinzip so, wie es von der Struktur her am meisten Sinn macht. Und wenn natürlich auch Nachfragen kommen, wird man einfach sofort merken, dass du die Zeichnung verstanden und nicht auswendig gelernt hast. Und schlussendlich noch mein letzter persönlicher Tipp, der euch einfach noch krasser dazu motivieren soll, auch euch in Biologie ja reinzuversetzen und euch mit dem Ganzen auseinanderzusetzen. Weil ich, wie gesagt, habe Bio nach der 10. Klasse ab
gelegt und ich fand Informatik auch total interessant. Aber ich muss sagen, ich persönlich würde aktuell sehr gerne wesentlich mehr über Biologie, unseren Körper und alles, die ganzen Prozesse im Prinzip verstehen, weil du bist einfach Psychologie. Ich bin nicht Psychologie, ich bin schon so in meinem Studium drin. Biologie. Und ich bin Biologie. Und es ist irgendwie total schön zu verstehen, warum die Dinge so passieren, wie sie passieren. Und es ist so nah an uns dran. Wir sind es ja, wie gesagt, im Prinzip selbst. Und deswegen seid euch bewusst, auch wenn ihr vielleicht ein bisschen die Schnauze voll von Bio habt, vom ganzen Lernen, ich würde es total gern alles noch mehr wissen. Und deswegen seht es wirklich als Privileg, das alles lernen zu dürfen, weil es in meinen Augen einfach wirklich eins der Fächer ist, die so viel mit uns selbst zu tun haben. Und deswegen, ja, seid wirklich dankbar, das Ganze lernen zu dürfen. Jetzt kann ich euch nur noch wünschen, dass ihr richtig durchstarten werdet. Ich glaube, wir mal an euch. Ihr kennt das YouTube-Spiel. Liken, abonnieren, mit Freunden teilen, ab in die Klassengruppe, in die WhatsApp-Gruppe. Das würde mir mega helfen. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Euer Leo. Oh, geil, da bin ich am Spiegel. Damn. Hallo. 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 Used to throw me curveballs in the hallway. Now I go yard, fuck what y'all say. And bitch, I go hard, fucking off day. One way, so I never go the wrong way.